So, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Halo Combat Evolved. Es haben sich ja tatsächlich ein paar unsichtbare Flut reingearbeitet, sehe ich gerade. Aber wahrscheinlich müssen wir die erstmal alle ausschalten, bevor wir dann. Na gut, zumindest haben wir hier einen Nachschub. Bevor sich die Türen öffnen, kann das sein? Oder ist es einfach nur ein Raum zum Nachfüllen? Aber ich muss ja irgendwo weiterkommen. Und das war da hinten nicht der Fall. Da wird halt noch gekämpft. Hier vielleicht. Das könnte was sein. Mhm. Ja, Lunte anzünden und schnell weg. Ich dachte eigentlich schon, dass wir vor zwei Folgen durch sind, aber... Der Maschinenraum. Wir sind da. Alarm. Ich gehe halt hier auch andauernd drauf. Kommandoschnittstellen deaktiviert. Wir können den Countdown nicht wieder starten. Unsere einzige Chance ist die Sprengung der Fusionsreaktoren. Das sollte reichen, um Halo zu zerstören. Keine Sorge. Ich habe Zugriff auf sämtliche Reaktorpläne und Abläufe. Vertrauen Sie mir. Zuerst müssen wir die Entladekupplung zurückziehen. Dadurch wird ein Schacht geöffnet, der zum primären Fusionsantriebskern führt. Instandsetzungssequenz wird durchgeführt. Okay, das heißt, ich muss dann wie hoch? Wie mir scheint. Okay. Wäre hilfreich, wenn ich auch nochmal rauskommen würde. Ah, okay. Und das hat also gerade nichts zu sagen. Hier kann ich eventuell hoch. Leben. So. Ich muss nach dort oben. Ich kann nicht noch nach dort oben. Wo haben wir denn hier eine Treppe? Ach, hier wahrscheinlich, ne? Jupp. Okay. Benötigen Sie medizinische Versorgung? Ich benötige erstmal einen Weg, hier rüber zu kommen. Okay, wahrscheinlich da drauf. Dann, ja, das Springen ist super unpräzise im Spiel. Upsa. Meine Güte. Da mal bitte hoch. Sie müssen das Konstrukt herausgeben, damit wir mit unserer eigentlichen Aufgabe fortfahren können. Kann ich die eigentlich erledigen? Schritt 1 erledigt. Jetzt müssten wir Zugang zu einem der vier Fusionsreaktoren haben. Wir brauchen eine katalytische Explosion, um das magnetische Eindämmungsfeld um die Fusionszellen zu destabilisieren. Ich schlage eine Granate oder Rakete vor. Wenn Ihnen die Munition ausgeht, gibt es in der Nähe des Eingangs zum Maschinenraum eine Waffenstation. Da war ich ja. Hier verhalten wir den gültigen Protokoll. So. Reclaimer, wir müssen weiter. Reclaimer, nicht akzeptabel, Reclaimer. Sie müssen das Konstrukt heraussuchen.
Gut, dann stellt sich die Frage, wo muss ich jetzt die Granate hinschmeißen? Fühlen Sie sich nicht gut? So, es wäre hilfreich, wenn ich jetzt mal... eins drunter? Da rein, okay. Das sollte doch eigentlich gereicht haben, ne? Analyse. Fusionsreaktor Nummer 1 destabilisiert. Nur noch die anderen Reaktoren. Das müsste reichen, um eine unkontrollierte Explosion auszulösen. Unzureichende Sicherheit. Alles klar. So, das Ganze jetzt nochmal, oder wie? Ich würde erstmal gerne jetzt wieder nach oben, genau, nochmal Leben holen. Wir brauchen eine neue Waffe. Eine zweite Waffe. Hast du eine zweite Waffe für mich? Okay. Sehe ich das gleiche nochmal oder wie? Fürchte fast. Okay, ich habe einen neuen zweiten gefunden. Autsch. Lebensenergie war hier oben ja, glaube ich, nicht, oder? Okay, dürfte reichen. Oder brauchen wir da eine andere Granate für? Gut, eine hätten wir davon noch. Na gut, dann gibt es halt eine Nidle als Zweitwaffe, ist auch in Ordnung. Oder weil wir das schon gesprengt haben. Zack, direkt tot. Super. Liebe ich. Dann werde ich mich einfach mit denen nicht mehr so großartig aufhalten. Jawohl, haben wir. Bin ich jetzt wieder tot? Ja, weil ich herunterfalle.
So. Also gut. Irgendwann kriegen wir es hin. 20 Versuchen oder so. Diesmal gibt es dann wohl nichts Neues. Schade. Hier wird ja noch angezeigt. Warum auch immer. Was mit den Granaten, das war's mit meinem Leben. Irgendwie geht das alles nicht so wirklich, muss ich ja zugeben. Wo kommst du eigentlich her? Warum sind auf einmal so viele Gegner da? Ich verstehe es gerade nicht. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, warum das andere nicht mehr funktioniert. Brauchen wir da wirklich eine Dingsgranate? Ja, ist okay. Ich möchte gerne eine Zweitwaffe haben, die Munition hat, bitte. Hier war ja, glaube ich, irgendwas, ne? Keine Sorge, dass es Schaden nehmen könnte? Aber die fetzen sich auch gegenseitig so ein bisschen, ne? So, jetzt habe ich wieder das, was ich haben wollte. Das ist alles mir gerade ein bisschen so stressig hier. Ach, ach, ach. Dann sollten wir jetzt aber, glaube ich, auch die Dings weg haben, ne? So, das sitzt. Wieso überlebe ich das denn nicht? Alter, es geht mir auf die Nerven. Mehr Quicksave, mehr vorankommen. Gott, ist das gerade ätzend. Ich brauche hier etwas mehr Ruhe, um diesen Mist zu machen. Echt jetzt. So. Zweitwaffe. Mit Munition. Nee, fühle ich mich echt nicht, weil wie gesagt, das macht null Spaß hier. Nö, ne? Nee.
Jetzt überlebe ich es. Jetzt, wo ich den ganzen Scheißweg wieder hochgehen müsste. Ich meine, klar, sie wollten etwas machen, was mehr ist als ein paar Schalter zu drücken, aber ich brauche mehr Ruhe, um hier genau zielen zu können. Das ist echt super stressig. So, müssen wir mal gucken, dass wir immer noch Granaten hier kriegen. Na gut, Leben brauchen wir tatsächlich gerade keins. Hier kommt, glaube ich, der ganze Mist. Hier waren wir doch schon. Ja, hier waren wir. Das ist echt. Ja, diese Sprungmechaniken, es ist absolut ätzend. So, wir haben wieder neue Granaten. Einmal aufgehen bitte, danke. Es wäre toll, wenn ich einfach mal hochspringen könnte und das jetzt mal hinter mich bringen. Alter, das ist doch nicht wahr. So, das war's dann mit euch. Sie würden diese Anlage zerstören. Okay. Weiter so. Nur noch ein Reaktor. Wie kommst du denn hier auf einmal doch hoch? Na gut. Soll mir recht sein. Ah. Mal gucken. Vielleicht klappt es ja jetzt. Brauche ich tatsächlich. Natürlich klappt es nicht. Oh, ja, gut. Leben ist gleich weg. Mhm. Aber auf einmal speicherst du dann hier. Wie gesagt, diese Speicherpunkte, das scheint echt so Gegner und Dings basiert und nicht fortschrittsbasiert zu sein, was halt echt super unpraktisch ist. Ah, Feuer, okay. Das hätte mir eine ganze Menge Zeit erspart, wenn ich das jedes Mal nicht hätte neu machen müssen. Wieso hast du diesmal keine Granaten für mich? Schade. So, dann komm. Na, endlich. Der Antriebszustand ist kritisch. Bei der momentanen Zerfallsrate haben wir 15 Minuten Zeit, um das Schiff zu verlassen. Wir müssen nach draußen und EWAC anfordern. Zugriff auf Plan. Über dem Maschinenraum ist ein Versorgungslift. Er führt zu einem Versorgungsgang der Klasse 7, der an der tragenden Struktur des Schiffs entlang verläuft. Schnell! So, Leben hole ich mal gerade mit. Hardware- und Software-Konfiguration entspricht nicht den Anforderungen. Jetzt stellt sich halt wieder die Frage, wie geht's hier rum? Oder wo ging's hier nochmal raus?
Da, glaube ich, ne? Ja, ach, wir haben einen Kontrollpunkt. Super. Ist leider nicht so viel. Ich meine, ich habe ja hier einen Kontrollpunkt gehabt. Von daher sollte man ja davon ausgehen, dass es hier weitergeht. Ja, wir haben das. Okay. Jetzt haben wir einen Map-Marker. Dass wir rauskommen. So, Marker, Marker, Marker. Da oben. Dadurch. Ihr Verhalten muss dringend instand gesetzt werden. Scheint so, okay. Alles klar, alles klar. Ah, jetzt kommen wir hier auch mal raus. Nein. Auswechseln. Danke. So, aber ja. Echo 419. Echo 419 kommen. Roger, Cortana. Was gibt es? Die Antriebe der Autumn werden in Kürze detonieren. Brauchen sofort EWAC. Begeben Sie sich zur Absturzstelle und sammeln Sie uns an Zugangsknoten 4C auf, sobald Sie mein Signal haben. Verstanden. Echo 419 geht auf Station. Echo 419 an Cortana. Da unten wird's langsam unschön. Alles okay? Negativ, negativ. Wir haben eine unkontrollierte Destabilisierung des Kerns. Der Antrieb ist offenbar schwerer beschädigt, als wir dachten. Analyse. Noch 6 Minuten bis zur Detonation. Wir müssen sofort evakuieren. Mhm. Aktiviere Countdown-Timer. Explosion bei Null. Die Detonation erzeugt Temperaturen von beinahe 100 Millionen Grad. Wir sollten weit weg sein, wenn es soweit ist. Es geht nicht zu Fuß, wir brauchen ein Fahrzeug. Ja, das einzige Fahrzeug konnte ich, da konnte ich nicht reinspringen. Haben wir einen Timer da? Nö. Steigen Sie wieder ein. Ja, wenn ich das mal dürfte. So. Okay, da geht's wahrscheinlich durch. Wie mir scheint. Können wir das als Sprungschanze nutzen? Ja. Läuft zwar alles andere als rund, aber wir kommen voran. Ich weiß, ob wir jetzt wirklich 6 Minuten haben. Oh ja, wir fahren einfach mal und hoffen aufs Beste.
So, ja, das ist eigentlich wieder eine etwas angenehmere Session. Die rasante Flucht. Naja, einfach Vollgas. Gib ihm. Da müssen sie hier außenrum vorbei. Dann machen wir das doch mal. Zwar nicht unbedingt elegant, aber mehr oder weniger effizient. Ich glaube, so viel haben wir auch nicht mehr, oder? Bisschen Flut Roadkill. Ja, letzte 500 Meter. Kriegen wir den Sprung hin? Nein, kriegen wir nicht. Es ist ätzend, hier unten rumzufahren, tatsächlich. Ja, du kommst da drüber halt nur sehr, sehr langsam, aber brauchen wir es auch nicht mehr. Naja, nur die Ruhe. Stopp, das ist die Stelle, an der V-Hammer uns rausholt. Position halten. Okay, wie lange? Cortana an Echo 419. Zwei Banshees nähern sich von 6 Uhr. Ausweichen, ausweichen. Echo 419. Rechne alternativen Fluchtweg. Laut Bordinventar ist noch immer ein Longsword Fighter in Startsilo 7 gedockt. Vielleicht haben wir eine Chance. So, bitte nicht runterfahren. Oh, das ist ein Schädel. Ah, das sind wahrscheinlich so Sammelobjekte. Ich habe nämlich auch bei den Zwischensequenzen immer was von. Negativ. Wir haben eine unkontrollierte Destabilisierung Schädel des Kerns gesehen. Der Antrieb ist offenbar schwerer beschädigt, als wir dachten. Analyse. Noch liebes Spiel. Minuten bis zur Detonation. Wir müssen sofort evakuieren. Aktiviere Countdown-Timer. Explosion. Gib mir bitte mehr die Speicherpunkte. Erzeugt Temperaturen von beinahe 100 Millionen Grad. Wir sollten weit weg sein, wenn es soweit ist. So, dann mal auf. Versuchen wir das Ganze halt nochmal. Ja, ich glaube, das war, ging ja auch einigermaßen. Das ist sogar wieder ganz gut gefangen. Da unten rum, das reicht gerade so für oben. Ich glaube, dann halte ich mich mit den Banshees auch nicht auf. Dann fahren wir direkt weiter. Nein. Ja, wie gesagt, gut steuern lassen ist was anderes. Ich meine, es erfüllt ja seinen Zweck soweit.
Wir haben tatsächlich einen Countdown-Timer, sehe ich. Okay, das könnte dann etwas knapp werden. So, hier nochmal unten rum. Ja, der Sprung ist tatsächlich nicht machbar, leider. Ich frage mich, ob der halt wirklich nur da ist, um mich so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Diesmal sind wir deutlich häufiger vom Ding runtergeworfen. Stopp, das ist die Stelle, an der Foehammer uns rausholt. Position halten. Cortana an Echo 419. Zwei Banshees nähern sich von 6 Uhr. Ausweichen, ausweichen. Echo 419! Sie ist tot. Berechne alternativen Fluchtweg. Laut Bordinventar ist noch immer ein Longsword-Fighter in Startsilo 7 gedockt. Vielleicht haben wir eine Chance. Okay. Dann schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie zurückgesetzt wurde, der Timer. Na gut, wir haben ja noch 2 Minuten. 2,5. Dann laufen sie. So, komm. Chief, da vorne ist eine Lücke. Bei Maximalgeschwindigkeit müssten wir es packen. Haben wir Maximalgeschwindigkeit? Nö. Ich weiß nicht, ob das Ding irgendwie einen Antrieb hat oder so. Das war Hartbremse. Okay. Also so Turbo oder sowas. Wurde wahrscheinlich irgendwann mal gesagt, aber ich habe es mittlerweile wieder vergessen. Da ist das Schiff. Los, wir müssen sofort an Bord. Sofort an Bord. Dann mal auf. Ich denke, wir haben es geschafft. Das wird knapp. Schalten Sie sie ab, wir brauchen sie später. Aber schicker.
es sonst jemand geschafft? Scan läuft. Negativ. Wir sind die Letzten. Wir haben das Richtige getan. Für die Erde. Eine Armada der Allianz. Ausgelöscht. Die Flood, wir hatten keine Wahl. Halo, das war's. Nein. Ich glaube, es geht erst los. Okay, dann sind wir ja doch noch durchgekommen. Und machen dann morgen im zweiten Teil weiter. Bin ich ja mal gespannt. Ja, also wie gesagt, gerade das Ende war dann doch ein bisschen nervig. Und hat viel zu viele Anläufe gebraucht. Auch durch fehlende Speichermöglichkeiten. Aber da wisst ihr ja mittlerweile Bescheid, wenn ihr das, den Kanal schon länger verfolgt, dass mich das eh nervt, wenn ich nicht da sperren kann, wo ich will und Sachen neu machen muss. Aber gut, alles in allem interessante Story. Wieder das, ja, so ein bisschen alleine der letzte Überlebende nachher, der es gerade so rausgeschafft hat, kennt man ja auch schon durch diverse andere Spiele. Aber ich bin mal gespannt, was der Rest dann noch so bringt. Von daher, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.